So, jetzt live. Jetzt sind wir live. Jetzt sind wir live. Ja, geil. Oh Mann, wie schnell ging doch ein Jahr vorbei, gell? Oh, aber ich hab Bock auf den Herbst. Ja, ich hab richtig Bock. Die Trauben haben auch Bock. Die Trauben haben auch Bock, gell? Also wir haben 74 Äxte jetzt gemessen, Montag geht's los. Montag bei euch? Ja. Bei uns dauert's noch eine Woche, glaube ich, oder so. So, die ersten Zuschauer sind dabei. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute leider die letzte Folge Wine on Wednesday, bevor wir uns in die Herbstpause verabschieden. Deswegen nochmal ein Hammergast hier. Neben mir sitzt der Michael Binzel, habe ich alles richtig ausgesprochen? Michael Binzel aus Selzen. Berühmtes Sektweingut. Ich habe am Anfang, also ich kannte den Namen so ein bisschen und dann habe ich mich ein bisschen umgehört, weißt du? Weil nein, hier gibt es die Autogrammkarte. Dann hörst du dich halt ein bisschen um und so und dann, ja, ob ich mit dem Binzel meine und Wednesday, ja, der Binzel geht da hin. Da sind wir. So, ja. Michael. Geil. Schön, dass ihr da seid, oder dass du da bist, Zuschauer auch da sind. Ich habe ja in meiner Story auch was gepostet, es gibt Sekt auf die Ohren, also... Sekt auf die Ohren, ich habe es gesehen. Genau. Leg mir doch damit mal los, oder? Ja, wir sind ja spezialisiert auf Sekt und da können wir der erste... Wir sind übrigens coolerweise im Sektlager, macht ja auch Sinn. Heute gibt's gelber Muscatella extra trocken. Richtig geil. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Ich habe auf eure Seite geguckt, habe die Weine so gelesen und bei gelber Muscatella extra trocken, weil der Matze mich immer so auf gelber Muscatella bringt und dann als Sekt extra trocken. Richtig geil. Dann würde ich mal sagen, Prost, geht direkt gut los. Ja, Prost, gell, auch für die Zuschauer. Ich hoffe, jeder hat jetzt eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank schnell geholt. Oh, richtig, richtig schön fruchtig, klassisch gelbe Muscatella. Ah ja, man muss das ja ein bisschen beschreiben, gell? Ja, yeah, absolut. Nicht mehr ziehen. Boah, ist der geil. Das ist der Wahnsinn. Wie Melone-Eis. Ja. Melone-Eis trinken. Das ist der Wahnsinn. Richtig geil. Ja, also Muscatella haben wir 400 Quadratmeter und weil wir halt was Besonderes draus machen wollten. Also quasi nur 400 Quadratmeter, das heißt wahrscheinlich auch sehr rar. Ja, genau. Gelbe Muscatella. Jedes Jahr irgendwie 600 Flaschen. Okay. Also, dann fühle ich mich in jedem Fall, oder wir uns dann in jedem Fall geehrt, dass wir eine von den 600 trinken können hier. Ja. Super geil. Ja, jo, was kann man noch zu dem Sekt sagen? Ja, oder generell zu uns, wir machen nur traditionelle Flaschengärung. Wie man auch hier sieht, ist ja alles voll. Ja. Ja, dadurch, dass wir halt alles selbst machen, bis auf die Glasflasche selbst blasen, das macht dann doch die Firma. aber passiert alles im Haus, also wir füllen auch selbst ab und tun auch selbst alles negogieren und abrütteln. Dadurch kann man halt ein bisschen mehr spielen. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele verschiedene Sekte, aber ich habe mich heute auch für den entschieden, weil ich den aktuell halt am meisten feiere. Ja, ich verstehe es vollkommen, ja. Ja, und soll ich noch was zu mir sagen? Oder? Du kannst gerne noch was, ich habe auch noch Fragen da, aber erzähl doch noch mal kurz was zu dir, damit die Zuschauer noch ein bisschen mehr wissen, als nur das, was ich vorhin angeteasert habe. Ja gut, also ich bin auch gelernter Winzer, wie der Devin und der Mats. Ich bin noch nicht gelernter Winzer. Noch nicht ganz, aber ich glaube, das packst du. Ich gebe mir Mühe, ja. Ja, und dann war ich in Geisenheim studiert und dann habe ich jetzt meinen Bachelor gemacht und bin jetzt daheim. Im August erst, gell? Ende August, ja, genau. War so fertig, war das heißt. Verabschiedung und so, war so Glück, ey. Irgendwann ist auch froh, bist froh, wenn es rum ist. Ey. Und yeah. Jetzt starten wir mal mit dem Jahrgang 21 hoffentlich durch. Also was heißt hoffentlich, die Voraussetzungen sind super, traumgesund bisher. Und jo. Wenig Pech mit Perro gehabt und so, also null. Bei euch ist ja null. Gut, wir legt eure Winger den Selsen an, Leute. Ja, genau. Und dann lasst ihr von mir spritzen, dann habt ihr gar kein Problem. Gar kein. Und dann, wenn ihr dann noch so was Spritziges trinkt hier, dann genau. Habt ihr echt recht kein Problem, ja. Ja, also
willst gar nicht aufhören zu trinken, gell? Nee, eigentlich nicht. Also ihr könnt uns auch 15 Minuten beim Trinken zugucken, aber weil das für euch wahrscheinlich langweilig wäre, lese ich mal ein paar von meinen Fragen vor. Schenk erst nochmal nach und dann... Das ist eine super Idee, weil heute fahre ich nicht. Heute fährt der Matze, Gruß an dich, ne? Willst du auch einen Schluck trinken oder musst dich konzentrieren beim Kamerahalle? Oh ja, ich nehme auch gleich einen Schluck. Super. Alla. So, genau. Und ich hatte mir als erstes aufgeschrieben, das hast du schon ein bisschen angesprochen, Sektherstellung seit 92 macht ihr das, also hat schon lange Tradition. Merkt man dann auch definitiv, wer lange übt. Ja, also mein Vater hat 89 seinen Techniker abgeschlossen und hat dann 92 erst die ersten, was weiß ich, glaube 300 Liter gefüllt. Von der Charge haben wir auch noch ein paar Flaschen. Ist jetzt natürlich nicht mehr das Trinkerlebnis, wie das damals war, aber die liegen auch noch auf Hefe, also die sind nicht degauchiert. Okay, ja. Ja, da kann man alles mal Flasch aufmachen, aber jo. Ja. Die hebt man sich dann fürs 100-jährige Jubiläum auf, gell? Genau. 100-jähriges Jubiläum ist wann? Ah ja, 2092. Ach so, das, ja, okay. Ja. Nee, weil es gibt ja auch die Geschichte, das Weingut heißt ja nicht nur Weingut Binzel, sondern ich hatte mir natürlich aufgeschrieben, auch auf den 15 Morgen, gell? Und das Weingut ist ja schon, also der Name ist ja schon älter. Ja, der ist eigentlich auch gar nicht so alt, weil ich in jedem hessischen Dorf gibt es ja irgend so einen Namen, den es immer gibt. Klar. Und in Selsen ist es Binzel und Kissinger. Es gibt kein einziges Weingut Kissinger, aber es gab mal 8 Weingüter Binzel. Mhm. Und um da halt sich vom Rest... In Selsen. Allein nur in Selsen. Yeah. Und nein, die waren nicht alle miteinander verwandt, ja? Bevor jetzt jemand fragt. Ja, und da haben meine Eltern oder mein Vater vielmehr sich da Gedanken gemacht, wie man das umbenennen könnte. Und da wir halt auch nicht mitten im Ort wohnen, sondern halt außerhalb. Und die Lage hier heißt halt, das ist ja auch eine Ackerlage, hat auch einen Namen, auf den 15 Morgen. Und so sind wir eigentlich zu dem Namen gekommen. Ja. Mittlerweile gibt es außer uns kein Weingut Binzel mehr, was Binzel heißt. Ja. Mhm. Vielleicht der nette Beiname ist noch da und es ist ja ein schönes Logo. Und ja, genau. Ja. Wer das nicht weiß, ein Morgen, nee, andersrum, ein Hektar sind 4 Morgen, das heißt ein Hektar geviertelt und das ist eine alte Messeinheit, gell? Genau, das ist das, was ein Ochse in einem Morgen pflügen konnte. Ah, okay, also, die Story kenne ich noch nicht. Von 8 bis 12, was der da pflügen konnte, so 2.500 Quadratmeter, das ist ein Morgen. Ist ein Morgen. Ah, ja. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, fragt wie immer, schreibt es unten in die Kommentare, der Matze meldet sich. Ihr könnt alles loswerden nochmal vor unserer Herbstpause. Ansonsten frag weiter ich. Ich gucke immer mal. Wir hocken uns mal wieder. Im Sitze trinkt sich leichter. Der trinkt sich sehr viel leichter. Genau. Ihr seid auch Mitglied beim Weinsalon on Tour, habe ich gesehen. Beim Weinsalon in Hessen, genau. Wir hatten jetzt die Eventreihe Weinsalon on Tour. Ja. Yeah. Weinsalon Rheinhessen sind 20 Jungwinzer oder junge Betriebe, Jungwinzer. Mhm. Die sich zusammengeschlossen haben, das Ganze ist aus der Landjugend entstanden, die sich zusammengeschlossen haben aus der Landjugend, um halt vor allem in Mainz und Umgebung halt Events zu machen. Mhm. Wir sind normal immer am zweiten Dienstag im Monat am Rheinufer, ja, da Richtung Theodor-Heuss-Brücke, und schenken da Wein aus. Und am vierten Donnerstag im Monat sind wir normal im Landesmuseum in Mainz. Ja. Also in diesem riesen... Ja, in dem neuen da... Ja, genau. Ja. Was ganz neu gemacht wurde. Und jo, das macht schon Spaß. Und wir hatten jetzt halt gerade diese Reihe on Tour, weil es halt aktuell noch schwierig ist, in Mainz Events zu machen. Mhm. Und jetzt geht die Kühlung an. Ah, ja. Hört man das? Oder? Wahrscheinlich hört man es schon ein bisschen. Wir reden einfach ein bisschen lauter, dann geht das ein bisschen unter. Ja, ihr hattet auch vor einiger Zeit hier Hoffest, oder? Wegen der on Tour. Also, Jein. Also wir hatten so Weinprobiertage. Ah, so, ja. Und da im Anschluss war dann der Weinsalon bei uns zu Gast. Also es kamen noch 3 andere Winzerkollegen, Jungwinzerkollegen zu uns auf dem Hof und haben mit uns Wein ausgeschenkt. Und es war ein mega Event. Ich glaube, es waren 300 Leute da oder so. Also der ganze Hof war voll. Das kann ich mir vorstellen. Ganz schön was los, ja. Ja, ja. Und das war schon cool, dass mal wieder was gemacht worden ist und so. Mal wieder ein bisschen Leben und genau. Ja, mit Wein und Sekt lebt es sich natürlich am besten, gell? Ja, ich muss erstmal die Stimme überlegen.
Habt ihr da 100% Muscatella drin? Ja, es ist 100% Muscatella. Und extra trocken ist ja beim Sekt ein bisschen süßer als trocken beim Wein. Also ja. Der hat jetzt, ich glaube, 17 Gramm Restzucker. Und es ist schon Obergrenze extra trocken. Aber ich finde, es schmeckt mir gar nicht, weil der auch mega die Säure hat. Absolut. Und kommt einfach in den geilen Trinkfluss. Das passt gut zusammen und das zweite Glas ist schon fast leer. Also das ist ja der Beweis, dass es genauso funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja. Also absolut. Ja, Matze. Alles gut. Nicht? Okay, ja, Entschuldigung, da habe ich was missverstanden. Ich dachte, vielleicht hätte einer was gefragt. Ansonsten habe ich hier natürlich noch stehen, genau, zu deinem Bachelor wollte ich einfach noch ein bisschen fragen. Den hast du ja gerade erst gemacht. Ja, genau. Wie war die Zeit so und willst du es nochmal machen? Also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, nach Geisenheim studieren zu gehen. Macht da vorne Ausbildung und dann seid ihr auf dem sicheren Weg. Dass dann keiner fragt im vierten Semester, was ist nochmal dieses Excel? Ja, genau. Wo kommt der überall vor? Da gab es ganz wilde Fragen. ja, ich habe meine Bachelor-Thesis auch über Schaumwein geschrieben. Also ich habe Sekt und Wein abgefüllt, ja, in Flaschen mit verschiedenen Zuckern. Also mit ganz normalem Zucker, wie wir ihn kennen, ja, mit so einem Traubensaftkonzentrat, RTK nennt man das in der Fachsprache. Ja. Mit so Dextro Energy Zucker, das okay, ist reine Glucose, ja, weil die Hefe ist ja glykophil, also die verstoffwechselt eher Glucose wie Fructose. Ja. Dann mit einer Trockenbeerenauslese und mit Süßreserve, also mit normalem Traubensaft. Und das war auf jeden Fall sehr interessant, hat mich auch persönlich, wenn man. Was ist da so rausgekommen? Es ist rausgekommen, dass der Schuster doch besser bei seinen Leisten bleiben soll. Also das Beste war eigentlich, oder mit das Beste war Saccharose, ja, und Süßreserve, also Traubensaft, was auch auf jeden Fall gängige Praxis ist, aber was nicht so cool war, war halt Trockenbeerenauslese und Mostkonzentrat, das war nicht gut. Also auch sensorisch allein, wenn man es probiert, ist halt einfach scheiße geschmeckt. Ja, so soll es nicht sein. Das aber dafür sind ja Versuche da. Absolut, ja. Das erzählen auch meine Lehrer an der Grundschule immer wieder, was sie manchmal für geile Versuche haben. Manchmal auch, was sie für beschissene Versuche haben. Ja, wenn du es dann mal probierst, kannst du ja dein eigenes Bild machen. Also absolut, ja. Jeder, der ein Weingut zu Hause hat, kann es einfach probieren, wie er lustig hat. Andere müssen sich Leute suchen und die anbetteln, dass sie mal für sie was probieren. Aber genau, so funktioniert es in jedem Fall. Ihr macht auch noch Sekt für andere, nicht nur für euch selbst, sondern genau. Ihr versektet für wahrscheinlich einen halben Landkreis, so gefühlt. Nein, natürlich nicht. Also wir machen das so nebenher. Ja, wenn man die Maschinen hat, ist das ja auch so ein bisschen so ein Hobby. Und also die Winzer oder Winzerkollegen hier aus dem Nachbarort bringen uns zum Beispiel, oder hier auch aus dem Ort, bringen uns in ihren Wein. Ja. Und bekommen dann ihren Sekt mit ihrem Etikett, in ihrer Flasche, in ihrem Karton wieder zurück. Genau. Ja. Das ist eigentlich auch ein Teil dessen, was wir machen. Ja. Sektkellerei. Ja, genau. Also wir machen auch noch ein bisschen Ackerbau. Mein Opa ist so, ja, also ich sag mal, wenn die Traube abgeschnitten ist am Stock, dann ist die Lese für ihn gelaufen, ja, weil er hat nicht so die enologische Ausbildung wie mein Vater und ich. Und ja. Er macht auch noch selbst Kartoffeln, kann ich nur sehr empfehlen. Dieses Jahr mega, letztes Jahr nicht so cool, aber die ist halt so ein Beiwerk und jo. Wenn in der Nähe von Selzen ist, einfach mal auf einen super guten Sekt und einen Sack Kartoffeln vorbeikommen. Absolut. Jo. Ja. Also ich habe in dem Fall schon ein paar namhafte gesehen, die bei euch hier Sekt machen lassen. Also da ist in jedem Fall dann klar, dass der Sekt nur was Gutes sein kann, weil man allein von diesem Namen schon kennt und jetzt kennt man es hoffentlich auch von Pinsel oder wir in jedem Fall. Viele schon von vorher, vor uns. Matze, hast du noch was? Momentan nicht. Trink mal, du wirst schon, die Hand fängt schon an zu zittern. Ja, genau. Deswegen haben wir den Gimbal gekauft, der hält das immer gerade, egal wie viel er zittert. Wie viel er trinkt, gell? Ja. Wenn er da liegt, dann ist er immer noch. Ich glaube, damit können wir uns in die Herbstpause verabschieden. Trinkt einfach geilen Wein, ist wahrscheinlich das nächste Motto. Vielleicht sogar das Motto dieses Blogs und dieser ersten Staffel gewesen.
Vielen Dank an alle, die bisher zugeschaut haben, an alle, die mitgemacht haben, die uns eingeladen haben und uns an ihrem Wissen und ihren tollen Weinen, Sekten, alles teilhaben lassen. Wir melden uns nach dem Herbst, also wir werden uns auch im Herbst vielleicht immer mal wieder melden, aber wir melden uns in jedem Fall wieder nach dem Herbst. Am 3.11. geht es bei uns weiter. Bis dahin, trinkt geilen Wein und ja, danke. Ja, wir machen gleich nochmal vor. Wir machen gleich nochmal vor.